Die Ursprünge des Vorhabens, ein gemeinsames Dach für die Softwareentwickler der DATEV zu bauen, datieren schon etliche Jahre zurück. Die DATEV-Entwickler arbeiten seit Jahren an verschiedenen Standorten über die ganze Stadt verteilt. Akut wurde das Thema 2011. Das Gelände der ehemaligen Möbelquelle an der Fürther Straße in direkter Nachbarschaft zur Firmenzentrale der DATEV steht zum Verkauf. DATEV nutzt die historische Chance und kauft das Grundstück. Ein Filetstück an der Fürther Straße, direkt gegenüber das Justizgebäude, in dem vor Jahren die Nürnberger Prozesse stattfanden. Die alte Möbelquelle wird abgerissen. Die Münchner Architekten Bösel, Benkert und Hoberg konzipieren den Neubau. Beim Fassadenwettbewerb geht es auch darum, dem Ort der Weltgeschichte städtebaulich etwas Passendes gegenüberzustellen. Der Entwurf der Nürnberger Architekten Kappler-Sedlak gewinnt. So soll das Entwicklerzentrum der DATEV einmal aussehen. Nach der Baugenehmigung kann der Bau beginnen. Inzwischen steht auch der Name des Gebäudes fest: DATEV IT Campus 111. Am 12. April findet die feierliche Grundsteinlegung statt. Der bayerische Finanzminister, der Vorstandsvorsitzende und der Oberbürgermeister wünschen dem Bau alles Gute. Der IT Campus 111 entsteht in einem von Industriekrisen gebeutelten Stadtteil im Nürnberger Westen. Die DATEV ist einer der Player, die Nürnberg aus dieser Krise herausgeführt haben und dafür sorgen, dass Nürnberg heute wieder zu den führenden Industrie- und Metropolregionen gehört. Circa 100 Millionen Euro will die DATEV im Nürnberger Westen investieren. Auf einer Bruttogeschossfläche von 42.000 Quadratmetern entstehen 1.800 Büroarbeitsplätze. Im April 2014 wird Richtfest gefeiert. Und das ist genau der richtige Augenblick für ein Richtfest. Normalerweise feiert man das genau zwischen der Grundsteinlegung und dem Einzug, der Eröffnung des Gebäudes. Und den Zeitpunkt haben wir wunderbar getroffen. Der IT Campus 111 bekommt eine innovative Haustechnik. Umweltfreundlich wird die Klimatisierung des Gebäudes über Geothermie und Fernwärme sichergestellt. Das neue Jahr steht ganz im Zeichen der Fertigstellung. Das Casino soll ca. 1.300 Essen am Tag anbieten können. Im Parkhaus und in der Tiefgarage befinden sich gut 800 Stellplätze. Auch die Büros werden vorab nach und nach eingerichtet. Von Anfang an sind die Mitarbeiter an der Neugestaltung der Entwicklerarbeitswelt beteiligt. Auf zwei angemieteten Büroetagen haben Teams die neue Form des Arbeitens ausprobiert und so der Planung wichtige Anregungen und neue Ideen geliefert. Die Mitarbeiter finden künftig im direkten Umfeld ihres Arbeitsplatzes eine große Vielfalt an Rückzugs- und Besprechungsmöglichkeiten. So entstehen Räume für Kommunikation, Kreativität und konzentriertes Arbeiten. Kreativität ist ein Prozess, den man irgendwie ja nicht anordnen, nicht befehlen kann. Der stellt sich bei einem selber ja auch nicht ein, nur weil man sich von A nach B bewegt hat oder unten bei der Eingangstür der DATEV den Ausweis gegen das Ausweislesegerät gehalten hat. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich in ihrer Arbeitsumgebung wohlfühlen. Da gehört Architektur dazu, da gehört Ausstattung dazu, da gehört Raumklima dazu und nicht ganz zuletzt gehören auch Kolleginnen und Kollegen dazu. Und ich hoffe, dass wir da ganz gut gerüstet sind. Dieses moderne Bürokonzept lockt sogar den Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel nach Nürnberg. Im Februar schaut er sich die neuen Räume an. Ja, also jedenfalls die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vieler Ministerien würden sich freuen, wenn sie so gut untergebracht wären. Das mal sicher. In einem Kunstprojekt haben sich die DATEV-Mitarbeiter selbst in ihrem IT-Campus verewigen können.
Eine Skulptur im Eingangsbereich bietet Platz für 260 kreative Köpfe. Ja, ich erhoffe mir natürlich an diesem Standort eine ganz neue Lebendigkeit. Es kommen hierher Menschen, die vielleicht nicht automatisch sich sonst an der Fürther Straße platziert hätten. Sie werden Wirkung entfalten hinein in den Stadtteil. Das gibt neue Perspektiven. Das entwickelt vielleicht auch in wirtschaftlicher Hinsicht das ein oder andere Lokal, das ein oder andere Unternehmen, das dazukommen wird. Aber ganz wichtig und für mich natürlich sehr erfreulich ist auch der Aspekt der Kunst und der Kultur, der an diesem Standort neue Begegnungen schafft. In Workshops entwickelten die Mitarbeiter Themenwelten für die vier Innenhöfe. At work, at the beach, at the gym, in the garden. Die großflächigen Grünzonen hinter dem neuen Gebäude werden ab Sommer tagsüber auch den Anwohnern zur Verfügung stehen. Der IT-Campus 111 setzt neue Maßstäbe an einem Ort, an dem einst die erste deutsche Eisenbahn vorbeifuhr, in den letzten Jahrzehnten aber auch schwierige Kapitel der deutschen Wirtschaftsgeschichte geschrieben wurden. Es ist eine Straße mit Geschichte, Verkehrsgeschichte, wenn man an die erste Eisenbahn denkt, Weltgeschichte, wenn man an den Schwurgerichtssaal 600 denkt, Wirtschaftsgeschichte, die Zweiradindustrie in der Zwischenkriegszeit ist hier groß geworden, der Welthopfenhandel hat hier begonnen, also kein Bier ohne die Fürther Straße, kann man sagen. Und natürlich ist es auch Regionalgeschichte, der einst größte Boulevard zwischen Nürnberg und Fürth hat im Königreich Bayern durchaus Maßstäbe gesetzt und sie ist und bleibt eine Lebensachse unserer Stadt. Und das sind viele Assoziationen, ein wahrhaft geschichtsträchtiger Ort, ein guter Ort für die DATEV. Im April 2015 wird der IT-Campus 111 offiziell eingeweiht. Wenn alle Umzüge abgeschlossen sind, haben rund 1800 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze bezogen. Ja, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier einziehen, wünsche ich, dass sie sich hier wohlfühlen und dass dieses sich wohlfühlen, so wie es unsere Idee war, auch in der Lage sei, ihre Kreativität zu beflügeln, dass sie einfach Spaß haben, hier morgens zur Arbeit zu gehen, hier reinzukommen und mit Kolleginnen und Kollegen an möglichst erfolgreichen Produkten und Dienstleistungen der DATEV für die Zukunft zu arbeiten.